Ich bin in den Master gegangen mit der Frage, wie man wohl demokratisch gestalten kann. Am Ende habe ich ein Buch über Zensur gemacht. Aber von Anfang an. Um mir erstmal einen Überblick zu verschaffen, habe ich im ersten Semester im Fach Design Typografie bei Professor Andreas Wogan ein Buch gestaltet, das eine Enzyklopädie visueller Machtform in der Typografie war. Das Buch gibt einen Einblick in typografische Gestaltung, die Macht ausdrücken oder sich mit Macht auseinandersetzen. Das Ziel war das Sichtbarmachen von Macht durch Schrift und Gestaltung. Der erste Teil des Buches zeigt Beispiele von autoritärer bzw. demonstrativer Macht. In der Gestaltung habe ich mich an klassisch herrschaftlichen Machtvorstellungen orientiert. Die gesamte Gestaltung richtet sich symmetrisch an der Mittelachse aus. Die Headlines sind in Versalien gesetzt, der Text im Blocksatz. Die Gestaltung nimmt sich viel Raum, ist verschwenderisch und laut. Der zweite Teil zeigt Beispiele demokratischer Macht. Hier habe ich nach funktionalen Prinzipien gestaltet. Die Gestaltung ist asymmetrisch, die Texte sind linksbündig und ausschließlich in Minuskeln gesetzt. Mit der Enthierarchisierung in der Moderne enthierarchisierte sich auch die Darstellung von Macht und wurde demokratischer. Ich habe festgestellt, dass die Darstellung von Macht komplexer ist als die Einteilung in Gut und Böse, demokratisch und autokratisch. Die Gestaltung ist oft nur eine Fassade. Die demonstrativste Machtdarstellung kann mit der größten Machtlosigkeit einhergehen. Die zurückhaltendste, als demokratisch empfundene Machtdarstellung kann die größte Macht verschleiern. Parallel dazu habe ich eine Hausarbeit bei Professor Dr. Gerald Schröder geschrieben, in der ich mich mit der Corporate Identity von IKEA auseinandergesetzt habe. Im Fokus meiner Untersuchung stand IKEAs Philosophie Democratic Design. Ich wollte herausfinden, was demokratisches Design überhaupt bedeutet und ob IKEAs Version damit übereinstimmt und wie IKEAs öffentlicher Auftritt mit der Realität übereinstimmt. IKEA verspricht, Möbel für die Menschheit zu machen. Und wenn wir mal ehrlich sind, hat wahrscheinlich jeder von uns etwas von IKEA zu Hause stehen. Trotzdem ist IKEAs Democratic Design nicht unbedingt demokratisch. Ihre Möbel werden in Massen und möglichst kostengünstig produziert und haben eine kurze Haltbarkeit. Sie werden in der Regel schnell weggeworfen. IKEA handelt zwar recht vorbildlich in Sachen Frauenquote, aber das auch nur in westlichen Ländern. In meiner Recherche bin ich darauf aufmerksam geworden, dass IKEA in Saudi-Arabien alle Frauen aus ihrem Katalog entfernt hat. Das heißt, um Ärger mit Saudi-Arabien aus dem Weg zu gehen, hat IKEA vorsichtshalber alle Frauen aus dem Katalog wegretuschiert. Da, wo sie vorher zu sehen waren, ist ein leerer Raum. Wie hier links oben auf dem Badezimmerbild zu sehen ist, wurde die Mutter am Waschbecken neben ihrem Sohn einfach entfernt. Genauso auf dem rechten Katalogbild. Das Unsichtbarmachen von Frauen zieht sich durch den ganzen Katalog. Das war das erste Mal während meines Masterstudiums, dass ich mit dem Thema Zensur bzw. Selbstzensur in Berührung gekommen bin. In dem Zusammenhang habe ich angefangen, mir über Sichtbarkeit und vor allem Unsichtbarkeit Gedanken zu machen. Denn darüber zu entscheiden, wer oder was gesehen wird, ist Macht. Nachdem ich mich ein Semester lang mit Möbeln auseinandergesetzt habe, hatte ich selber Lust, ein Möbelstück zu entwerfen und habe bei Professor Anna Bulanda Pantalacci den Versuch gestartet, ein demokratisches Sitzobjekt zu gestalten. Weil ich mit IKEAs Wegwerfmöbeln konfrontiert war, wollte ich, dass mein Sitzobjekt aus einem Material besteht, das oft unbedacht entsorgt wird, nämlich Schaumstoff. Benutzter Schaumstoff gilt schnell als unhygienisch. Dabei ist es möglich, ihn zu reinigen. Zuerst habe ich verschiedene Formexperimente gemacht. Ich habe mit Hilfe von Stuhlgestellen getestet, wie sich der Schaumstoff um einen Stuhl schlingen kann. Um eine Kaltschaummatratze habe ich dann ein Stahlrohrgestell entworfen, in das sich der Schaumstoff einfach einklemmen lässt. Das ist das fertige Modell.
in das eine Kaltschaummatratze dann eingeklemmt wird. So dient das Gestell der abgecycelten Matratze als Formgeber. Der Name für die Sitzbank lautet Reform. Er ist ein Wortspiel aus Foam, also Schaumstoff, und Reformieren, also neu gestalten. Dank des Stahlgestells von Reform kann also altem Schaumstoff ein zweites Leben gegeben werden. Aus dieser Idee ist auch ein Logotype entstanden. Die Inktrap-Form der Buchstaben spiegeln sich in der Form des Schaumstoffes wider. Zusätzlich dazu habe ich eine Bedienungsanleitung entworfen, die genau erklärt, wie der Schaumstoff in den Rahmen eingeführt werden muss. Das Projekt Reform entstand in der Auseinandersetzung mit der Corona-Pandemie. Vor allem das Thema Nähe und Distanz rückte dabei für mich persönlich in den Vordergrund. Ich wollte mit einem Material arbeiten, das auf Berührung reagiert und eine gewisse Resonanz zeigt. Eine andere Krise brachte mich schließlich zu meinem Masterthema, der russische Überfall auf die Ukraine. Vor allem das Thema Zensur ist mit dem Beginn der russischen Aggression im Februar in den Fokus gerückt. Unabhängige Informationen sind in Russland kaum noch zu bekommen. Medien werden verboten oder geben auf. Twitter, Republic, Snack, Mediasona, Snob, Instagram, Medusa, TikTok, Radio Echo Moskwy, Novaya Gazeta, TV Dosht, Facebook, Vashni Historie, The Village, 7x7, Kolter. Diese und viele weitere soziale Netzwerke und Medien hat Russland in diesem Jahr eingeschränkt. Derzeit ist Russland auf Rang 156 von 180 auf der Liste der Pressefreiheit der Reporter ohne Grenzen. Diese Liste bewertet die Pressefreiheit in fast allen Staaten der Welt und wird jährlich von der Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen auf der Grundlage von Fragebögen erstellt. Generell lässt sich sagen, dass sich die Pressefreiheit auf einem Rückzug befindet, auch in Deutschland. Hier wird immer wieder versucht, Journalistinnen bei ihrer Arbeit zu behindern. Deutschland ist in diesem Jahr auf Platz 16 abgerutscht. Bei der Erstellung der Liste werden Journalistinnen auf der ganzen Welt unter anderem gefragt, ob sie illegal festgenommen, körperlich misshandelt oder entführt wurden und ob sie wegen Einschüchterungen oder Bedrohungen aus dem Land geflüchtet sind. Außerdem, ob der Staat ein Medienmonopol hat und inwieweit er die Medien überwacht und zensiert. Nordkorea ist auf dem letzten Platz. Zensur hat viele Formen. Sie kann das Übermalen oder das Unkenntlichmachen russischer Antikriegsbotschaften sein. Sie kann aber auch zu Selbstverteidigungszwecken eingesetzt werden, wie hier in der Ukraine, in der Straßenschilder geschwärzt werden, um russische Soldaten zu verwirren und orientierungslos zu machen. Auf diesem Straßenschild wurden alle Orte durch Den Haag ersetzt. Alle Wege führen zum Internationalen Strafgerichtshof. Ich habe mich gefragt, was wir sehen, was uns zu sehen gegeben wird und wie etwas, das nicht gesehen werden soll, unkenntlich gemacht wird und so verschwindet oder auch erst gar nicht auftaucht. Also, wo wird wem was und wie zu sehen gegeben oder wo wird wem was und wie unsichtbar gemacht? In meiner Recherche habe ich verschiedene Zensurmethoden gesammelt und festgestellt, dass der Begriff Zensur unglaublich weit ist. In der Geschichte der Menschheit hat es in jeder Gesellschaft die eine oder andere Form von Zensur gegeben. Sie kann das Schwärzen von Dokumenten sein. Die USA schwärzt Inhalte, wie sie sich im Falle eines nuklearen Angriffes verteidigen würde. Oder welche Foltermethoden bei der Verfolgung von Terroristen in Afghanistan und im Irak
angewandt wurden. In Pakistan werden ausländische Zeitungen auf sittenwidrige Inhalte durchforstet und überarbeitet. So verschwinden Bilder oder ganze Artikel und zurückbleibt ein weißer Raum. Im Iran werden als sexuell anstößig empfundene Bilder händisch überklebt. Dadurch werden vor allem Frauen unsichtbar gemacht. Sie verschwinden aus der Öffentlichkeit. Eine andere Art von Zensur ist das Verbrennen von Büchern. Durch die nationalsozialistische Bücherverbrennung sollten die Werke aus dem Alltag verschwinden. Sie sollten nicht nur nicht zugänglich sein, sondern ausgelöscht werden. Auch in anderen Gesellschaften wurden Bücher und andere Medien verbrannt. In der DDR wurde sogenannte Schundliteratur auf den Scheiterhaufen geworfen. In den USA verbrannten fanatische Christen Schallplatten der Beatles, weil John Lennon behauptet hatte, die Beatles seien bigger than Jesus. Der Index Librorum Prohibitorum ist ein Verzeichnis von durch die katholische Kirche verbotener Autoren und ihrer Werke. Auch diese wurden immer wieder verbrannt. Schließlich geriet sogar der Index Librorum Prohibitorum selbst auf den Index Librorum Prohibitorum, weil er die Menschen neugierig machte, die Bücher aus seiner Liste zu lesen. Zensur hat viele Gesichter, aber eines haben sie alle in ihrem Kern gemeinsam: das Vorenthalten von Informationen. Das passiert auf zwei extreme Arten. Erstens durch Schwärzen und zweitens durch Verschwinden lassen. Jetzt kommen wir zur inhaltlichen Konzeption der Font Index Mono. Ich habe eine Schrift gestaltet, die die beiden Extreme der Zensur in sich vereinen soll: das Schwärzen und Verschwinden lassen von Informationen. Das Ziel der Gestaltung der Index Mono ist es, mahnend auf Zensur aufmerksam zu machen. Dabei kommt der Schrift als Medium der Sprache eine besondere Bedeutung zu. Sie ist die Grundlage unserer Kommunikation. Das heißt, die Gestaltung der Index Mono dient der Visualisierung von Zensur. Die Index Mono ist eine Pixelschrift, weil gerade das Verpixeln als Zensurmethode im digitalen Bereich verwendet wird. Die Schrift basiert deshalb auf einem gleichmäßigen Raster aus Quadraten. Die Buchstabenbreite beträgt jeweils 6 Pixel, die Versalhöhe liegt bei 8,5 Pixeln. Der Mediumschnitt ist die Ausgangsschrift. Von ihr werden alle anderen Schriftschnitte abgeleitet. Die Index Mono ist so gestaltet, dass sie zwei extreme Formen von Zensur darstellt. Auf der einen Seite verschwinden einige Verbindungen der Buchstaben bis zur Unlesbarkeit, das ist der Y-Schnitt. Auf der anderen Seite verdicken sich diese Verbindungen, bis sie den Buchstaben überlagern und ihn so unkenntlich machen, das ist der Black-Schnitt. Die Index Mono hat 8 verschiedene Schriftschnitte: die Index Mono White, Extra Light, Light, Medium, Semi-Bold,
extra bold und black. Die unterschiedlichen Schriftschnitte zeigen unterschiedliche Grade der Zensur. Während die geschwärzten Stellen offensichtlich zensiert sind und darauf verweisen, dass etwas fehlt, verschwinden die Verbindungen im White-Schnitt und machen die Schrift so unkenntlich. Die Schrift soll im Black- und White-Schnitt nicht darauf ausgerichtet sein, lesbar zu sein, sie soll darauf aufmerksam machen, wie Zensur uns von der Wirklichkeit entfremdet, weil durch sie Bindeglieder verloren gehen, die uns helfen, die Welt zu interpretieren. Den Ausgang der Index Mono bildet die Schreibmaschine. Sie war im 20. Jahrhundert auch immer ein politisches Instrument. Sie diente vor allem der Verbreitung zensierter Texte und verbotener Literatur. Sie war leicht und schnell zu bedienen, aber vor allem war sie im Vergleich zur Handschrift anonym. Das machte sie aber auch zu einem Ziel der Zensoren. Schreibmaschinenhersteller wurden gezwungen, Eigenarten in ihre Maschinen einzubauen. Durch die Unterschiede in Anschlagsdruck und Geschwindigkeit hatten so die abgetippten Seiten einen individuellen Fingerabdruck. Die Index Mono ist also eine Pixel-Schreibmaschinenschrift, die sich selbst zensiert. Als Schreibmaschinenschrift ist sie eine Monospace-Schrift. Das heißt, sie ist eine nicht proportionale Schriftart, die eine feste Zeichenbreite hat. Jeder Buchstabe, jedes Zeichen nimmt also den gleichen Raum ein. Als Monospace-Schrift hat die Index Mono funktionalen Charakter. Doch ihre eigentliche Funktion ist die Vermittlung einer Botschaft. Sie will vor den Auswirkungen von Zensur warnen. Damit wird sie ein schriftgestalterisches Kunstprojekt. Sie will mahnen, nachdenklich machen und zur Auseinandersetzung mit dem Thema Zensur anregen. Dabei ist sie variabel, weil Zensur kein binärer Vorgang ist, sondern ein schleichender Prozess. Je mehr Informationen vorenthalten werden, desto mehr Verbindungen lösen sich auf oder werden verdeckt. Der Übergang einer offenen Gesellschaft in eine, in der Macht durch Zensur ausgeübt wird, ist schleichend. Das zeigt die Bewegung der Schrift. Die Schrift sehe ich in ihrer Anwendung in Ausstellungen über Pressefreiheit und Zensur, aber auch in einem weiteren Rahmen über Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit. Vor allem aber sehe ich die Index Mono in der politischen Kampagnenarbeit, denn die Schrift hat eine Botschaft. Und damit kommen wir zur Umsetzung der Index Mono. Das sind die Versalien im Mediumschnitt, die Gemeine, die Interpunktionszeichen, weitere Symbole und Zahlen. Und hier alle im White-Schnitt, in dem die horizontalen Linien fehlen und so die Buchstaben unkenntlich machen. Sowie im Black-Schnitt, in dem die Buchstaben bis zur Unlesbarkeit verdicken. Um die Schrift vorzustellen, habe ich eine Website entworfen. Hier sieht man sie als Variable Font. Und hier im Fließtext, im Medium und Black sowie Medium und White Schnitt. Hier nochmal alle Zeichen des Medium Schnittes. Die Aufzählung der Schriftschnitte und die Hervorhebung des White-, Medium- und Black-Schnittes mit den Versalien und Gemein. Hier nochmal in der Anwendung mit der Karte der Pressefreiheit. Und die Variable Font von dem Schriftschnitt Medium bis Black. Links Medium zeigt das Land auf Platz 1 der Rangliste der Pressefreiheit, Norwegen. Je unfreier die Presse eines Landes, desto schwärzer die Font.
Ganz rechts auf dem letzten Platz ist Nordkorea, auf Platz 16 Deutschland. Zum Schluss zeigt die Website Anwendungsbeispiele der Index Mono. Um die Schrift ganzheitlich in ihrer Anwendung zu zeigen, ist ein Buchprojekt entstanden, das die Schrift vorstellt und sich mit Zensur auseinandersetzt, das Kaleidoskop der Zensur. Das Buch setzt sich sowohl typografisch als auch künstlerisch sowie mahnend mit dem Thema Zensur auseinander. Das Buch ist an der Schnittstelle angesiedelt zwischen Design, Kunst und Information. Es richtet sich an Kunst- und Designinteressierte, aber auch an alle, die sich für das Thema Zensur interessieren. Das Buch gliedert sich in 7 Kapitel. Zuerst wird die Schrift anhand der Rangliste der Pressefreiheit in ihren verschiedenen Schriftschnitten eingeführt. Darauf folgt ein Vorwort sowie die Schriftvorstellung der Index Mono. Die 4 restlichen Kapitel bilden zusammen ein Kaleidoskop der Zensur. Sie versuchen, Zensur von 4 unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten: der Zensur des Wortes, der Zensur des Bildes, der Zensur des Raumes und der Zensur der Zeit. Jedes der 4 Kapitel beginnt mit einem Essay, der sich jeweils mit einem der 4 Perspektiven auseinandersetzt. Nach dem Essay folgt eine visuelle Erzählung anhand von Fotomaterial, Zeitungsausschnitten, Zitaten, Dokumenten und Bildern, die ich in meiner Recherche gesammelt habe. Und das ist das Buch. Weiter mit der gestalterischen Konzeption des Buches. Das Buch hat 242 Seiten. Es hat das Format 184 mm in der Breite und 285 mm in der Höhe. Es ist ein großes Buch, das seinem Inhalt den nötigen Platz einräumt. Denn Botschaften wollen gesehen werden. Seine Größe hat aber auch einen praktischen Grund. Die Index Mono fordert als Monospace natürlich viel Platz ein. Das Format richtet sich außerdem nach den Proportionen des Rasters der Buchstaben der Index Mono aus. Ein Buchstabe ganzseitig aufgezogen füllt eine Seite fast aus. Über ihm ist noch ein bisschen Platz gelassen für Erläuterungen. So ist das Buch sehr schlank und hoch. Das Buch beginnt und endet mit den Type-Specimen-Seiten, auf denen die Index Mono vorgestellt wird. Die Type-Specimen-Seiten der Index Mono umrahmen das Kaleidoskop der Zensur. Das bildet den Kern, den Innenteil des Buches. Jedes Kapitel beginnt mit einer Kapitelseite, das den Anfangsbuchstaben des jeweiligen Kapitels zeigt. Nach jeder Kapitelseite folgt ein Essay, die Textseiten. Die Textseiten sind wechselweise nach Kapitel schwarz und weiß. Die Bildseiten, die sich mit den 4 Zensurbereichen visuell auseinandersetzen. Sie zeigen beispielhaft unterschiedliche Formen von Zensur. Jedes Kapitel hat Zitatseiten. Außerdem gibt es die Zwischenseiten, die jeweils vor den Type-Specimen-Seiten zu finden sind. Jetzt kommen wir zum visuellen Teil. Das Buch heißt Kaleidoskop der Zensur. Der Titel ergibt sich aus der kaleidoskopischen Betrachtung auf das Thema Zensur aus 4 unterschiedlichen Blickwinkeln: Wort, Bild, Raum und Zeit. Der Untertitel Index Mono ist der Name der Schrift. Ein Hauptgestaltungselement ist der Weißdruck. Das Cover ist ein schwarzer Karton, der weiß bedruckt ist. Auch im Innenteil finden sich abwechselnd schwarze und weiße Seiten. Das Schwarz soll das Schwärzen der Index Mono symbolisieren. Das Hinzufügen bzw. Überdecken, Überkleben, Übermalen von verbotenen Inhalten. Im Gegensatz dazu soll das Weiß dafür stehen, dass etwas genommen wurde bzw. fehlt. Das Buch hat eine Klebebindung, so konnte ein Wechsel der schwarzen und weißen Papiere leicht stattfinden. Die Type-Specimen-Seiten sind so gestaltet, dass ein Groß- oder Kleinbuchstabe des jeweiligen Schriftschnittes groß gezeigt wird.
dazu die Punktgröße und auf der gegenüberliegenden Seite der gesamte Schriftschnitt des groß gezeigten Buchstabens. Das soll einen Überblick verschaffen. Darauf folgen Seiten, die Bewegung, das Zensieren der Buchstaben verdeutlichen. Am Anfang des Buches sind die Type-Specimen-Seiten auf weißem Papier schwarz gedruckt und am Ende des Buches umgekehrt auf schwarzen Seiten weiß gedruckt. Die Kapitelseiten sind jeweils auch auf schwarzem Papier weiß gedruckt. Sie zeigen die Anfangsbuchstaben des jeweiligen Kapitels. Das W für Wort, B für Bild, R für Raum und Z für Zensur der Zeit. Der Buchstabe ist der Medium-Buchstabe, der Index Mono, zur Hälfte verdeckt. So leitet das Kapitel das Zensieren symbolisch ein. Die Textseiten sind wechselweise nach Kapitel auf schwarzem Papier mit weiß gedruckt bzw. auf weißem Papier mit schwarz bedruckt. In den Textseiten wird der Blackschnitt der Index Mono als Gestaltungselement für einzelne Wörter verwendet. Dadurch bekommen die Textseiten den Charakter eines zensierten Schreibmaschinendokuments. Dadurch wird noch einmal verdeutlicht, dass Wörter, Bilder, Räume und sogar die Zeit der Zensur zum Opfer fallen können. Hier wird das Wort Gedächtnis im Essay des Kapitels Zensur der Zeit zensiert. Das zensierte Wort, in diesem Fall Gedächtnis, hat immer direkten Bezug zum Thema des Kapitels. Die Texte sind über Absätze strukturiert, die den Schreibmaschinencharakter hervorheben. Im Allgemeinen bedient sich die Gestaltung der limitierten Möglichkeiten einer Schreibmaschine. Darum sind die Texte auch im Flattersatz gesetzt. Der Schreibmaschinencharakter zieht sich durch das ganze Buch. Vor allem die gestrichelte Linie ist ein wiederkehrendes Element, das den Seiten Struktur gibt. Die Strichelung ergibt sich aus einer Aneinanderreihung von Bindestrichen der Index Mono. Man findet die gestrichelte Linie in der Tabelle, im Raster der Buchstaben oder als Bildunterschrift. Außerdem sind die Zitatseiten von den Gestaltungsmöglichkeiten der Schreibmaschine inspiriert. Die Einschübe unterstützen visuell den Inhalt. Innerhalb der Zitate selbst werden immer wieder einzelne Wörter durch den Black- oder White-Schnitt der Index Mono zensiert, um so ihren Inhalt zu unterstreichen. Auf den Zwischenseiten werden die Gestaltungsmöglichkeiten der Schreibmaschine ausgereizt. Die Index Mono wird illustrativ benutzt. Die einzelnen Buchstaben setzen sich zu einem Bild zusammen, ergeben aber für sich genommen noch eine eigene Botschaft. Die Bildseiten visualisieren das Kapitelthema beispielhaft. Sie stehen repräsentativ für die verschiedenen Zensurbereiche und Methoden. Sie sind die Ergebnisse meiner Recherche zum Thema Zensur. Sie sind deswegen kaleidoskopisch, weil sie auch so unterschiedlich sind. Doch was sie alle gemeinsam haben, ist das Vorenthalten von Informationen. Dies wird zusätzlich durch die Formen, in denen die Bilder gelayoutet sind, unterstützt. So werden die Formen aus den Buchstaben der Index Mono gebildet. Hier ist das Bild in der Form des White-Schnittes der Buchstaben E links und P rechts gestaltet. Dass die Bilder zusätzlich in den Formen der Buchstaben zu sehen sind, unterstützt die Symbolik des Bildes. Hier werden Informationen zum Verschwinden gebracht, so wie auch Teile der Buchstaben verschwunden sind. Hier sieht man nochmal, dass sich die Form der Bilder aus den Buchstaben E und P des White-Schnittes zusammensetzen. Auf der anderen Seite werden die Bilder auch aus den Formen des Black-Schnittes gebildet, der eben das Verdecken verbotener Inhalte visualisiert. In diesem Beispiel die Kleinbuchstaben E links und K rechts. Im Fall der Tennisspielerin wird der Blick durch den Bildausschnitt auf das Zensierte gelenkt. Die Perspektive wird so verschoben. Teile werden verdeckt. Hier sieht man nochmal, wie die Formen entstanden sind. Als Extra sind vier Folien entstanden, die für vier bestimmte Seiten vorgesehen sind. Sie spielen mit dem Verschwindenlassen oder Verdecken von Informationen. Das Bild, das in einer Zeitung aus sittenwidrigen Gründen entfernt wurde, ist auf die Folie gedruckt und kann auf die leere Stelle der Zeitung gelegt werden.
so wird das Zensierte trotzdem sichtbar. Auf dieser Folie überdecken die einzelnen Buchstaben im Bleckschnitt Wörter, die darunter liegen. Mein Blick auf das Thema Macht hat während meines Masterstudiums eine stetige Wandlung durchgemacht. Am Anfang habe ich mich unmittelbar mit der Ästhetik der Macht auseinandergesetzt. Dann rückte demokratisches Design in den Blickpunkt. Zum Schluss zeigte sich aber, dass Macht vielleicht gar nicht direkt sichtbar ist. Sie zeigt sich vielmehr in dem, was wir sehen. Macht zeigt sich durch das, was sichtbar ist und vor allem durch das, was unsichtbar gemacht wird. Das Visuelle und seine Gestaltung sind damit nicht nur Fragen der Ästhetik, sondern auch immer Machtfragen. Das sollte uns Designerinnen immer bewusst sein. Zum Schluss will ich mich noch herzlich bei allen Professoren und Professorinnen bedanken, die mich im Studium begleitet haben, besonders bei Professor Andreas Hogan für die Betreuung meiner Masterarbeit. Ein weiterer großer Dank geht an Andreas Tvarcik, bei dem ich im vierten Semester im Studio sowieso unter der Betreuung von Bob ein Praxissemester absolvieren durfte und eine Menge gelernt habe. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Freund Lars, der mich immer unterstützt hat und aushalten musste. Vielen Dank.